über diesen Kampf gegen die Wassersteuer in Irland erzählen wird. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe ein Plakat mitgebracht, da steht drauf, von Dublin nach Berlin bis nach Athen, nein zu Repression und nein zu Austeritätspolitik. Und es ist tatsächlich was wir gerade international erleben, dass überall versucht wird und auch hier aus dem Herzen der Bestie der deutschen Bundesregierung, die diese Kürzungspolitik europaweit mitbetreibt, wird versucht, tatsächlich ganze Völker zu knebeln. Die Griechinnen und Griechen sind aufgestanden dagegen, haben eine linke Regierung gewählt. Es war vor allem möglich vor dem Hintergrund von Massenprotesten, von unzähligen Generalstreiks. Das ist das Produkt, was wir in Griechenland sehen. Und das ist eine Ermutigung, nicht nur für uns hier, sondern auch für Menschen in Irland, in vielen anderen Ländern. Und in Irland, und deshalb habe ich dieses Plakat mitbekommen, gibt es seit Monaten eine Kampagne gegen eine Wassergebühr, die von der Regierung eingeführt werden soll. Es ist nämlich so, dass die Regierung in Irland, wie auch in anderen Ländern, versucht, die einfachen Menschen für die Krise zahlen zu lassen. Und in Irland gibt es jetzt Widerstand dagegen. Es gab eine Demonstration im November von über 100.000 Leuten, von 100.000 Menschen in Irland. Das ist, wenn man sich das so mit Berlin vergleicht, das ist so, als wenn in Berlin so 100.000 oder mehr Leute auf die Straße gehen. Es ist ein kleines Land, 4 Millionen Menschen. Die sind aufgestanden, haben gesagt, wir zahlen nicht für eure Krise. Diese Steuer soll eingeführt werden vor dem Hintergrund, dass es in Irland jetzt wieder einen gewissen Aufschwung gibt. Von diesem Aufschwung sehen die einfachen Menschen in Irland nichts. Und die Regierung ist jetzt ziemlich unter Druck davon, dass es zu diesen großen Protesten gekommen ist, aber auch, dass sich immer mehr Arbeiter an ihren Arbeitsplätzen und in den Nachbarschaften organisieren, um gegen diese Wassersteuer mobil zu machen. Und es hat jetzt nicht nur Massenproteste gegeben, sondern es gab im November auch eine Blockade von dem Auto der stellvertretenden Premierministerin, die zur Labour-Partei, also zur sogenannten Arbeiterpartei, dort gehört, die Teil der Regierung sind. Und aufgrund einer mehrstündigen Blockade kommt es jetzt zu Festnahmen seit Montag. Montag sind die ersten 4 Mitglieder der Anti-Austerity Alliance festgenommen worden, darunter auch Mitglieder des irischen Parlaments, Paul Murphy von der Socialist Party und andere, die jetzt festgenommen wurden. Es kam gestern erneut zu Festnahmen, ein 16-jähriger Junge, der von 10 Polizisten morgens bei seinen Eltern abgeholt wurde, und heute haben sie einen 14-jährigen festgenommen. Das ist der Versuch der Regierung, mit Repression zu antworten auf eine Massenbewegung. Und sie sagen quasi, dass es nicht legitim sei, mal 2 Stunden ein Auto der Premierministerin zu blockieren. Und ich kann nur sagen, die haben das Recht dazu, das ist legitim. Leute, die ihre Jobs verloren haben, die ihre Arbeit verloren haben, bei denen gespart wird, dass die noch nicht mal dann auf die ein bisschen weniger feine englische Art vielleicht da eine Blockade machen und sagen, wir zahlen nicht für eure Krise, wir stehen solidarisch hier an ihrer Seite. Und es gibt ein wichtiges Zitat von James Larkin aus der irischen Arbeiterbewegung. Das heißt, the great only peer great, jetzt habe ich das auf Englisch vergessen, ungeschickt. The great only peer great because we are on our knees, let us rise. Zu Deutsch, die Mächtigen erscheinen nur groß, weil wir auf unseren Knien sind. Lasst uns aufstehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Griechinnen und die Griechen sind aufgestanden. Die Iren stehen auf, die Belgier stehen auf, es kommt zu Massenstreiks. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Die beste Solidarität, die wir mit den Griechen leisten können, ist, den Widerstand hier aufzubauen. Gegen das Gesetz, zur Tarifeinheit, in Solidarität mit den streikenden Erzieher und Erzieherinnen, die bald kämpfen werden. Und natürlich hier gegen die Bundesregierung, die Politik im Interesse der Bankenkonzerne betreibt. Dankeschön. Also, lasst uns aufstehen. Ja, gut. Okay.